Hallo Leute, willkommen zurück zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Ja, heute, ich glaube, ich stehe im Wald. Oh, ich stehe wirklich im Wald. Ja, und heute zusammen mit meinem Bruder Ralf und dem Flo, den verlinke ich unten. Der hat nämlich auch einen YouTube-Kanal. Ja, und heute schauen wir uns wieder mal Sprengstofffabriken an und Lagerstätten. Da wurde früher Hexogen produziert. Teilweise tatsächlich, ja. Schnitt. Teilweise tatsächlich. Mach mal den Popel an deiner Nase weg. Was? Das war ein üblerer Sprengstoff als TNT. Ja, hier wurden pro Jahr über 10.000 Tonnen hergestellt davon. Und das Ganze ging von 39 bis 45. Und als die Amerikaner hier alles natürlich mal wieder niedermachten, wurde das dann 1945 zur Plünderung freigegeben. Sprich, die Bewohner hier konnten sich alles rausruppen, ja, und für den Wiederaufbau oder für selbstgebaute Kaffeemaschinen oder sowas hernehmen. Keine Ahnung. Ja, schauen wir mal, was wir so alles finden. Ne? Bis dann. So Leute, unser erster kleiner Stopp, ja, eine alte Mauer mit Scharnieren drin, hier war wohl ein riesen Tor, noch mit drinne auf einem Erdwall, hier ringsrum war ein Wall aufgeschüttet, wahrscheinlich zum Schutz, ja, und da gehen noch so schön die alten Treppen, die alte Steintreppen durch den Wald, und was habe ich mal wieder gefunden, zum dritten Mal. Eine unscheinbare Plastikhülle, ja. War wahrscheinlich hier irgendwo ein Rollenspiel, weil flup, wenn man es aufmacht, ja, kommt hier so ein schöner Zettel raus. Hier, man soll quasi die Alexandra, die weißrussische Partisanin hier vorne am Bahnhof aufsuchen. Ja, die hat was für uns. Bin ich mal gespannt, wo die ist, die Bitch. Aber es kommt natürlich wieder zurück, das wird wahrscheinlich nie wieder benutzt, es steht leider auch kein Datum drauf. Aber jedes Ding an seinem Ort spart viel Zeit und manches Wort. So, heiß ist es, wir sind gerade im Wald gejumpt. Jetzt wäre so ein kleiner See im Wald nicht schlecht, oder? Ja. Gut. So, wir stehen hier vor dem ersten Sprengstoffbunker. Hier wurde wahrscheinlich das fertige Zeug gelagert, drum auch hier hinter uns diese fette Mauer für den Fall, dass das Ding hochgeht, dass der Rest der Anlage natürlich geschützt wird. Aber die Amis werden natürlich hier einiges gesprengt haben oder versucht haben zu sprengen. Ja. Hier sieht man auch, wie dick diese Schutzwände waren. Obenrum werden sie vielleicht 50 cm haben. Ja. Wer ungefähr meinen Kopf abschätzen kann, der weiß ja, wie dick diese Mauer ist. Die hat einiges abfangen müssen. Wahnsinn. So, ja genau. Oh! Ein antiker Hänger. Ich kenne das schon aus meiner Kindheit. Mein Bruder, der war eher so der Stubenhocker, der kennt das natürlich nicht. Ah. Ja, und zwar ein alter Bahnhof. Mittlerweile ist hier eine Grüngutanlage draus entstanden. Ja. Sucht mal die ukrainische Spionin. Der Bahnhof hier, ja, der war mit dem großen Ortsbahnhof verbunden. Hier sollte dann der fertige Sprengstoff, ja, sollte dann verteilt werden wahrscheinlich. Und natürlich die ganzen Sachen, die man gebraucht hat hier zum Aufbau, die wurden natürlich auch über Schienen hier transportiert, weil es gibt zwar Infrastruktur und Straßen, aber wahrscheinlich, ja, durch Eisenbahn ist natürlich alles viel schneller gegangen, konnte man viel mehr transportieren. Cool. Und Schienen sieht man leider keine mehr. Von da ist man noch reingekommen, aber jetzt ist uns hier der Weg versperrt worden durch Grüngut. Ja, aber ist eigentlich so wie beim ersten, ja, das Hauptteil steht noch und ringsherum ist eigentlich eingestürzt, gesprengt worden, wie auch immer. So, dann schauen wir uns mal die anderen Überreste an. Muss ja ein bisschen klug scheißen, ja, ich habe ja ein bisschen gegoogelt. Ja, hab zwar mein Zettel einfach vergessen, aber ich kann ein bisschen noch auswendig. Ja, also hier sieht man, ja, wir stehen jetzt hier im Gleisbett, hier ist rechts ein Mäuerchen und hier links, ja, bis hier hinter,
und hier hinten ein Sprengstoffbunker. Ja. Dann ist das Zeug verladen worden, weil aus diesem Hexogen, was hier hergestellt wurde, ja, wurde der erste Plastiksprengstoff entwickelt aus 88% Hexogen und 12% Vaseline. Ja, war wahrscheinlich echt so ein bappiges Zeug. Ja. Und deswegen Plastiksprengstoff. Ich bin kein Chemiker, aber klingt ein bisschen chemisch. So, wir sitzen hier gerade in so einem Überrest von so einem Sprengstoffbunker. Dingsi. Aber warte mal, da ist eine Mauer und da ist ein Eingang. Da ist eine Mauer, da ist ein Eingang. Und hinter uns. Was kaputt ist. Alles kaputt. Die Decke kommt runter. Aber hier ist wenigstens Frischluft. Ja. Und das Ganze wird hier anscheinend von Jugendlichen als Partystätte benutzt. Das ist ganz toll. Ich habe später noch einen Partybunker für euch oder Bunkerüberrest. Der schaut noch viel geiler aus. Ja. Aber hier, das ist schon sehr versteckt. Ich meine, ich war neulich schon mal hier und habe den gar nicht gefunden. Ich habe den gar nicht gesehen, weil vom Weg vorne aus sieht man den gar nicht. Wir machen jetzt gerade Rast. Es ist eigentlich sehr schwül. Heute soll es auch noch gewittern. Ja, wir schwitzen. Warum schwitzt du eigentlich nicht? Schwitzt doch. wir transpirieren, aber das liegt wahrscheinlich in der Familie. Ja, er tut schon sein Bart ausfringen, hat man gesehen. Ja, irgendwas müssen wir auch trinken, ne? Genau, jetzt machen wir einen Rast und dann gehen wir dann weiter. Hier ganz toll zu sehen, diese Mischung aus ja, gesprengtem Stahlbeton und Natur. Schöner Anblick. So, stehen wir gerade oben auf der Höhe eines Daches. Ja, das sah mal aus wie so eine dreiteilige Halle. Unterteilt in drei Teile. Ja. Hier Teil 1, Teil 2. Und da drüben, beim Wald, Teil 3. Den schauen wir uns mal genau an, weil da können wir uns noch unten reinquetschen. So, und hier, ganz toll zu sehen, dass wir jeden Moment erschlagen werden könnten. Ja, schaut eigentlich nicht mehr ganz knuschbar aus. Also im Gegenteil, es schaut eigentlich knusprig aus. Boah. So knusprig, dass man meint, hier ändert sich auf einmal auch die Tonlage, wenn man hier reingeht. Dieser dicke Stahlbeton. Schon krass, 60 cm, 50, 60 cm dick. Ja. Es war ja da zum Schutz, falls hier was hochgeht, dass der Sprengstoff geschützt ist, beziehungsweise das Umfeld. Ja, aber selbst die Amis konnten das nicht sprengen. Hätten sie mal lieber das deutsche Zeug benutzt. Ja, hier sieht man jetzt nur noch einen Teil. Ja, das sieht man schon. Kein Witz, das ist das Dach. Ja, das ist einfach so mal von oben nach unten runtergesprengt worden, so flop. Wenn man hier diese Metallkerben sieht, ja, und die dann hier oben mit der Wand vergleicht, die sind hier auch. Ja, das ist aber dann deutlich ein bisschen mehr als 2 Meter. Dann ist das hier einfach mal runtergesackt. Sehr schön. Was ich noch herausgefunden habe, ist, dass das Landratsamt hier den ganzen Bereich noch gar nicht als sicher eingestuft hat. Ja, also so Spaziergänge natürlich ja, aber Bären und Pilzsammler sollten besser aufpassen und hier dagegen nichts sammeln, weil der Boden noch kontaminiert sei durch diese Chemikalien. Ab durch den Dschungel. So, jetzt für alle Jugendlichen, die den Ort kennen, ein kleiner Tipp fürs Wochenende. Ah, riecht schon von hier draußen. Ein Partybunker. So. Also wie wir sehen, die Party ist schon vorbei. Ja. Die haben uns immer was übrig gelassen. Das ist ja Sauerei, außer Müll. So, mal ein kleiner Tank. Hallo! Keiner mehr drin.
kleiner Fund. Ein Kanalschacht und unten sieht man ein Rädchen. Ein Rädchen, aber mehr nicht. Wahrscheinlich bewirkt das auch nichts mehr. Da sieht man noch einen Teil vom Rohr, von der Rohrverbindung. Aber natürlich ist Wasser und Abwasser hier schon lang abgedreht. So, ich hab ja auch so einen neuen Stick. Einen Stick. Den kann man aber statt benutzen, kann man ausziehen. Oh. Ha. Ha. Mal gucken, ob das was wirkt oder bringt oder wie das wirkt oder wer dann wirkt. Der macht bestimmt hinter mir irgendwelche Grimassen. Und ich sehe das dann später und das kommt dann auch in die Outtakes oder so. Oder in die Ich hab den dümmsten Bruder der Welt Video oder sowas. So, da kommt was. Da kommt was auf uns zu. Und deswegen begeben wir uns heim im Nu. Denn ich fände es ziemlich bitter, wenn wir stehen auf einmal im Gewitter. Wir müssen raus hier bald, denn wir stehen hier im Wald. So, also wir sind jetzt hier auf dem Weg nach draußen. Es gibt noch einen anderen Teil von dieser Anlage, der ist aber ja, einige hundert Meter entfernt oder vielleicht sogar einen Kilometer. Da mache ich dann aber einen zweiten Teil draus, weil das schaffen wir wahrscheinlich nicht mehr, trockenen Fußes. Es riecht schon nach Gewitter. Irgendwas stinkt hier. Oh. War natürlich nur Spaß. Ja, dann würde ich sagen, dann war es das für heute. Tschüss. Was? Tschüss. Tschüss, sagt er, genau. Ja, mein Bruder sagt Tschüss. Flo war auch dabei. Ich verlinke ihm. Ich sag anscheinend auch Tschüss. Tschüss. Und ich sag auch Tschüss. Bis zum nächsten Mal auf meinem Kanal bei einem neuen Video. Macht's gut.